Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Loot Raider Unboxing. Wie immer, alles noch original verpackt und wir schauen gemeinsam rein. Einmal. Zweimal. Und kann man auch so auflösen, sehr gut. Dreimal. So, die Loot Raider Horror Box. Auch schon in einer Sonderverpackung gegen der normalen, die Loot Raider Horror Box. Achtung, menschliche Körperteile, bitte nicht werfen. Steht noch auf der anderen Seite drauf. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was Loot Raider uns da an der Horror Box beschert hat. Okay. Da haben wir schon zum einen einmal ein T-Shirt. Das ist schön, das gefällt mir. Walking Dead Zombie Apocalypse. Heuwegelchen. Und Walking Dead im typischen Disney Schrift, in der typischen Disney Schriftarten, auch mit dem das hier, das Logo hier, auch wie bei Disney, also richtig cool gemacht. The Walking Dead im Disney Style, sag ich mal. Schönes T-Shirt, gefällt mir gut. Und was man hier schon sehen kann, eine Pop Figur, Funko Pop Figur aus The Walking Dead. RV Walker, Vinyl Figure. Based on the TV Series. Genau, der hat dann wohl ein Schraubenzieher im Auge. Ja, ich habe nur die erste Staffel gesehen, kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob das in der ersten Staffel vorkommt. Kann natürlich sein. Kann auch nur normaler Zombie sein, weiß ich jetzt nicht genau. Also, ob das noch ein spezieller Charakter ist, aber. Auf jeden Fall eine weitere Funko Vinylfigur. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier Antec Cleaning Solutions. Okay. Warum auch immer das jetzt hier drin ist. Da fehlt mir ein bisschen der Zusammenhang. Vielleicht wird damit in The Walking Dead irgendwas mit so einem Spray gegen Zombies vorgegangen, keine Ahnung. Fingerabdruck resistent. Ja, also scheint ein Reinigungsmittel und ein Tuch zu sein, um Bildschirm reinigen zu können. Mal schauen, ob das Heftchen dann, was dabei liegt, da nähere Auskunft zugibt. So, dann haben wir hier ein Special Sticker Horror Pack von Loot Raider, wohl exklusiv. Deinestadtklebt.de. Die Aufkleberdruckerei. Okay, die wurden da wohl in Auftrag gegeben. Ich würde mal sagen, da wir hier im Unboxing auch zeigen will, was drin ist, schauen wir uns da auch mal an, was das für Aufkleber sind, nicht wahr? Uppala. So, haben wir das schon mal offen. Deckel ab. Na komm schon. So, und dann schauen wir uns noch mal an. Da hätten wir hier eine Wunde, die genäht wurde. Ein Halloween Sticker. Dann einfach nur Dann ein paar Blutspritzer. Buh. Ark und Frankensteins Monster. Sind das viele. Na gut, gucken wir weiter. Dann hätten wir hier noch, hoppala. Du bist zum Anbeißen, kleiner Vampir. Dann sind hier so ein paar Spinnen, Ameisen, Bonbons, Schimmel oder so. Hier ist eine Spinne, Bonbon, Fliege, ein paar Ameisen und das sieht aus wie so Schimmel sein oder ausgekutztes, erbrochenes. Dann haben wir hier, sieht aus wie Pflaster. Bitch. Oberfail. Gesichtszombie.
Trick or Treat? Körperklaus? Nochmal etwas größerer Trick or Treat Aufkleber. Ein Lootraider.de Aufkleber. Dann ein großer Blutfleck. Happy Halloween. Dann ein Zombie. Ein Zombie Kirby mit Donkey Kong Beinen und einer. Das sieht aus wie geil aus. Street Fighter Frisur. Ein Frosch. Ein Euro. Und ja, deine Stadt klebt noch von der Firma, die bei dir das Ganze in Auftrag gegeben wurde wohl. So, also ein recht umfangreiches Sticker-Paket. Wie werde ich die benutzen werde, wird sich dann noch zeigen. So, dann haben wir ein. Das ist natürlich auch geil. Eine Spritze, die allerdings ein Kugelschreiber ist. Oder auch nicht, doch. Ah, okay. So. Hier muss man draufschauen, damit es rausgeht und dann einmal, dann geht er. Kann ich schreiben mit. Okay. Okay, aber coole Idee auf jeden Fall. Auch die Flüssigkeit hier drin, die sich bewegt. Wie man sehen kann. Also sieht aus wie eine Spritze, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Blut. Soll das vermutlich mal sein. So, dann haben wir einen Resident Evil Button. Umbrella Corporation. Was erkennen kann, ja. Schön hier die Umbrella Corporation. Schön, auf jeden Fall. Dann nochmal ein. Der obligatorische Loot Raider Aufkleber. Und dann haben wir auch schon die Beschreibung. Liebe Looter, pünktlich zu Halloween dürft ihr die Loot Raider Horrorbox in euren Händen halten. Gut, ist jetzt nach Halloween, das liegt aber an mir, nicht an der Box. Die kam pünktlich. Im Oktober werdet ihr mit einem blutigen Mix aus Horror-Survival-Artikeln überrascht, die als zeitlose Hits in jedes Zimmer gehören. Passend zum Thema gibt es diesmal ein trendiges T-Shirt von The Walking Dead, die Zombie-Apokalypse naht. Der Vorreiter des Survival-Horrors darf auf keinen, auch darf auch keinen Fall fehlen. Auf keinen Fall fehlen, oder? Darf auch auf keinen Fall fehlen, würde ich sagen. Diesmal als trendiger Resident Evil Umbrella Corporation Button. Noch keine Verkleidung für die anstehende Halloween Party. Unser Sticker-Set von Deine Stadt klebt, schafft Abhilfe. Bekannt, beliebt, blutrünstig. Bring Frische in deine Funko-Sammlung mit den Walking Dead-Figuren. Als Gadget für den Oktober gibt es diesmal ein Reinigungsset von Antec, welches sich sehr gut zum Blut- oder Gedärmreste entfernen eignet. Okay. Ein Kugelschreiber getarnt als Spritze rundet diesen Monat ab. Okay. Also das Gadget, das Reinigungsset finde ich jetzt ein bisschen, naja. Gut, also was haben wir alles? Wir haben das Sticker-Set. Upp, da ist eine Flöten gegangen. Hier, check. Wir haben das Reinigungsset. Wer kennt es nicht? Das lästige Saubermachen nach einem entspannten Blutbad. Abhilfe schafft hier unser Reinigungsset von Antec. Selbstverständlich auch für Elektrogeräte geeignet. Naja. Okay. Lebensgefällt. So. Kugelschreiber. Laut Bild gab es das auch noch mit blauer, grüner oder gelber Flüssigkeit. Also finde ich das mit der roten eigentlich schon ganz nett. Hier. Fällt mir am besten, würde ich sagen. Grün wäre vielleicht auch noch ganz witzig, aber auf jeden Fall gelb oder blau hätte mir wohl nicht so gefallen. Von daher, goldrichtig. Dann die Funko Pop Vinylfigur. Ich glaube, meine vierte jetzt insgesamt. Ne, fünfte, glaube ich. Und schließlich noch der Resident Evil Button. Und genau. Also, ja, das Wichtigste natürlich, das coole Walking Dead T-Shirt. Steht das noch da? Die Walker kennen kein Zurück und haben es bis auf dein T-Shirt geschafft. Ein Hingucker in jeder Lebens- und Sterbenslage mit dem auffällig zweideutigen Design. Genau, Disney. Gut, also eine schöne Box. Auf jeden Fall, die Aufmachung der ganzen Kiste gefällt mir auch sehr gut. Anders als der normale Standard, die normale Standardbox von Loot Raider. Richtig schöner Inhalt, wie gesagt, bis auf das Reinigungsset. Das finde ich jetzt als Gadget nicht unbedingt so ganz so dolle. Ich meine, okay. Vielleicht kann man kann, es hat zumindest einen sinnvollen Nutzen, das stimmt natürlich. Aber ich finde es irgendwie, ja, ich finde es nicht nerdig genug, geekig genug. Also, naja. Aber das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt. Also, ich bin für die nächsten Boxen gespannt, was sonst noch so kommt. Aber bis auf das Reinigungsset gefällt mir die Box sehr gut. Und genau. Das war es dann auch schon und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!